Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Was ist das Schlimmste, was du dir selber angetan hast? Es kam halt eine generell schlechte Grundlage zu meiner damaligen Lebenssituation, was dann dazu geführt hat, dass ich eine Tablettenüberdosis genommen habe. Borderliner. Teenie-Mädchen, die sich ritzen, so zumindest das Klischee, aber die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist viel komplexer als das. Wir sprechen heute mit Nana, die ist nämlich betroffen und an der Borderline-Störung erkrankt und möchte mit Vorurteilen aufräumen. Hi, ich bin Nana, ich bin 20 Jahre alt und ich wohne und studiere aktuell in Köln. Was meinen Alltag oder mein Leben vielleicht etwas ungewöhnlicher macht, ist, dass ich mit einer psychischen Erkrankung diagnostiziert bin. 2017 wurde bei mir, nach langen Versuchen rauszufinden, was es jetzt im Endeffekt wirklich sein könnte, die Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Ich möchte heute erfahren, wie sie jetzt mit der Krankheit lebt und deshalb nimmt sie uns heute mit. Aber bevor wir starten, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr für eure mentale Gesundheit tut. Schön, dich kennenzulernen. Du hast dich ja bei uns gemeldet und hast gesagt, du willst mit uns sprechen. Erzähl doch mal, warum du da die Initiative ergriffen hast. Ich habe halt die Reportage über Magersucht gesehen, die ihr gedreht habt. Und da wurde ganz kurz Borderline mal in zwei Sätzen angeschnitten. Und wie das halt häufig so ist, wurden dann so die zwei typischsten Sachen genannt. Und es ist halt schwierig, immer wieder im öffentlichen Raum mit diesen Klischees konfrontiert zu werden. Also es gibt auch super viele Borderliner, die sich eben nicht verletzen. Oder auch Borderliner, die wie ich einfach gar keine Wutausbrüche haben. Wie würdest du denn die Krankheit erklären, wenn du sie jetzt erklären müsstest? Also was halt natürlich schon der Hauptaspekt ist, ist eben dieses übersteigerte Emotionserleben. Wenn du dir vorstellst, du regst dich über etwas auf oder du bist sehr traurig aus irgendeinem Grund und das fühlt sich für dich extrem an. Das ist im Endeffekt der Punkt, wofür Borderliner die Emotionsskala erst anfängt. Wie war das denn bei dir? Wann oder wie hast du gemerkt, dass das bei dir ausgeprägter ist, dein Gefühl, sage ich mal? Ich war, was das angeht, schon als Kind wohl hochsensibel und habe schon früh immer zu hören gekriegt, ich würde mich nur anstellen. Wenn man, wie ich jetzt sagt, ich habe zum Beispiel so hohe Anspannungszustände, ich weiß mir nicht mehr zu helfen und greife deswegen auf selbstschädigendes Verhalten zurück. Oder wenn man generell an den Punkt kommt, dass man sagt, man hält es nicht mehr aus, also man weiß auch nicht mehr, wie man sich selbst helfen soll. Was meinst du, wenn du selbstschädigendes Verhalten sagst? Also in meinem Fall ist es halt einfach wirklich nach wie vor das Schneiden leider. Aber ich hatte auch Phasen, da habe ich dann in Extremsituationen angefangen, den Kopf vor die Wand zu schlagen. Oder ich habe mir mal das Handgelenk angebrochen, weil ich es eben vor einer Hausecke geschlagen habe. Krass. Das war im Endeffekt wirklich Verzweiflung. Also man hat so einen seelischen Leidensdruck, mit dem man nicht packen und nicht fassen kann, dass man versucht, es in was Physisches umzuwandeln, mit dem man halt umgehen kann. Erzähl uns doch mal, wie dein Tag heute anfing und dann lief. Also ich bin heute Morgen recht gut aus dem Bett gekommen. Das ist im Moment halt super schwierig mit Depressionen, die bei mir halt leider auch einen großen Teil der Erkrankung ausmachen. Ist es sowieso meistens schon eher schwierig aufzustehen. Aber gerade jetzt, wenn man so das Gefühl hat, eigentlich keinen Grund zu haben aufzustehen, macht das natürlich nicht einfacher. Heute geht's jetzt, aber an anderen Tagen dauert es dann teilweise schon anderthalb bis im Extremfall sogar 3 Stunden, bis ich dann wirklich mal aufstehe. Und war dann den Vormittag über mit meinem Vater gemeinsam noch beim Pferd. Und wie ist es jetzt für dich gerade, unterwegs zu sein? Also es ist ein relativ langer Weg für mich. Also Bahnfahren, wenn ich es denn nicht vermeiden kann, ist deutlich entspannter, weil halt einfach kaum Leute unterwegs sind. Also dieses volle Bahnen mit Reizüberflutung fällt dann natürlich raus. Dafür habe ich normalerweise dann immer Kopfhörer mit Noise Cancelling dabei. Und wie ist es heute? Nimmst du uns mit in den Stall? Genau. Ich bin jetzt gerade im Reitstall angekommen. Für mich ist es halt super wichtig, weil ich mit dem Pferd groß geworden bin. Das ist so mein Ausgleich immer in der Woche. Deswegen bedeutet mir sowohl das Tier an sich als auch das Reiten halt einfach super viel. Wie heißt dein Pferd überhaupt? Doscha. Doscha?
Ja. Also ich habe sogar seinen Namen mittlerweile tätowiert. Krass, zeig mal, wo. Pony ist ein bisschen im Trödelmodus, hat es nicht so eilig wie ich. Mal gucken, wie das gleich beim Reiten wird. Was bedeutet Dogstar für dich? Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn das Pferd nicht da wäre. Das ist halt so lange schon einfach immer eine Stütze und ein fester Bestandteil meines Lebens gewesen. Was gibt dir denn noch halt im Leben außer dein, außer Dosha? Inzwischen die Fähigkeit zu entwickeln, mir selbst zu helfen. Ich bin ja jetzt auch seit 2016 in Therapie. Und das hat auf jeden Fall einen großen Unterschied gemacht. Und ich habe halt super viel dazugelernt und kann dadurch halt mit vielen Dingen deutlich besser umgehen als vorher. Siehst du dann auch Konsequenzen aus Dingen, wenn du merkst, dir tut irgendetwas nicht gut? Ich habe zu meiner Mutter seit 2016 erstmal über 3 Jahre gar keinen Kontakt gehabt. Und im Januar habe ich sie dann jetzt das erste Mal wieder außerhalb mit einem meiner Brüder und meinem Vater gemeinsam gesehen. Und seitdem besteht der Kontakt auch wieder telefonisch, aber nach wie vor noch nicht regelmäßig persönlich. Kannst du oder willst du sagen, was der Grund ist, warum du keinen Kontakt haben willst? Also ich wurde nicht geschlagen oder mir wurde bewusst Schaden zugefügt, sondern es waren einfach Verhaltensweisen, die für sie relativ natürlich waren. Bei mir hat es viel mit emotionalem Missbrauch zu tun. Also in meiner Familie wurden Emotionen generell nicht so wahnsinnig viel besprochen, sondern es ging viel dann einfach über den Leistungskontext. Und da ist natürlich dann auch viel Druck entstanden. Und wenn man sich dann mit all dem irgendwie alleine auseinandersetzen muss und das in der Pubertät, wo man eigentlich gerade ganz andere Sorgen haben sollte, dann kann sich natürlich vieles in die falsche Richtung entwickeln. Was hast du jetzt für Symptome? Im Moment ist halt die Selbstwertproblematik ziemlich akut. Und jetzt im Moment gibt es halt nicht viel, was man leisten oder machen könnte. Und dann hat man ganz schnell das Gefühl, oder habe ich ganz schnell das Gefühl, es nicht zu verdienen, mich um mich und meinen Körper zu kümmern. Deswegen ist es gerade viel Selbstdisziplin, trotzdem regelmäßig zu essen, mich zu bewegen, aufzustehen und mich um alles zu kümmern. Wie geht's denn heute weiter? Was machst du, wenn du nach Hause kommst? Ich habe geplant, heute Nachmittag dann mal nach Zahlen zu machen. Das hat für mich halt den Vorteil, dass ich eben was schaffe. Ich sehe hinterher, dass ich was gemacht habe. Und trotzdem kann ich mich dabei halt ganz gut entspannen, höre meistens einen Podcast oder irgendwie Hörbuch nebenbei oder so. Das war so der erste Teil. Also ich habe im Moment ein dreiteiliges Bild. Und bevor ich schlafen gehe, gucke ich dann rückblickend auf den Tag und fülle einmal das Stimmungstagebuch noch aus. Ich habe für mich jetzt diesen Monat eine Farbskala und gucke dann einfach, ich habe das in sehr gut, gut, in Ordnung und schlecht eingeteilt. Heute war insgesamt ganz gut, deswegen wird es jetzt in der Farbe ausgemalt. Ich habe nämlich auch zusätzlich einen sogenannten Habit-Tracker, wo ich dann zum Beispiel eintrage, wie oft ich koche, Yoga mache, in anderen Monaten, wie viel ich draußen war oder so, damit ich dann eben die Zusammenhänge sehen kann, wie sich das beeinflusst, also was zum Beispiel besonders positiv sich auf meine Stimmung ausgewirkt hat. Ich finde es total beeindruckend, wie bewusst Nana mit sich selbst und mit der Krankheit umgeht und wie reflektiert sie auch drüber spricht. Da könnten sich auf jeden Fall einige von eine Scheibe abschneiden, weil man, glaube ich, wenn man bewusst mit sich, mit seinem Umfeld und mit allem, was passiert, umgeht, besser wachsen und verstehen kann. Schreibst du beim Habit-Tracker auch deine Bildschirmzeit auf? Nee, tatsächlich bisher nicht, aber das habe ich mir für nächsten Monat mal vorgenommen. Aber es ist definitiv zu viel. Bei Instagram wurden mal Bilder von dir gelöscht, ne? Oder reported oder gemeldet. Das ist ja das Bizarre an der Sache. Die Bilder müssen nicht mal gemeldet worden sein, um gelöscht zu werden. Alles, wo auch nur annähernd die Narben zu sehen sind, wird rausgenommen. Für mich ist es halt so, dass ich mit den Narben sehr offen umgehe. Ich laufe auch im Sommer mit kurzen Sachen rum. Und die sind halt Teil von mir. Ich akzeptiere das. Was anderes bleibt mir auch gar nicht übrig. Aber ich bin da nicht stolz drauf. Wo hast du dich überall verletzt? Also ich habe an beiden Oberschenkeln Narben, die aber mittlerweile tätowiert sind. Das ist mein Fuchs. Das war mein erstes Tattoo. Die Narben hier sieht man halt eigentlich gar nicht mehr. Mein linker Arm war so das große Projekt über 2017 und 2018 hinweg. Aber der ist immer noch nicht ganz fertig. Und hier sieht man halt, dass der Arm so noch nicht tätowiert werden kann. Man sieht so ein bisschen, dass der Arm schon leicht deformiert ist. Ich habe noch Glück, bei mir halten sich die Narben, was das angeht, mit der Deformation ja noch sehr in Grenzen. Wie ist es für dich, wenn du die Narben siehst? Wie fühlt sich das an?
ich bin manchmal echt geschockt, was ich mir da im Endeffekt wirklich angetan habe oder auch immer noch tue. Zu wissen, dass die Narben nie ganz weggehen werden, ist schon schwierig zu akzeptieren, weil mich das natürlich auch in der Jobsuche sehr beeinträchtigen kann. Wie gehen andere Leute, fremde Leute, mit deinen Narben um? Mir ist es schon oft genug passiert, dass wenn ich im Sommer oder wenn es wärmer war, die Jacke ausgezogen habe in der Bahn und dann mit kurzen Ärmeln da saß, dass sich die Leute weggesetzt haben. Oder dass die Leute halt sich den Kopf verrenken, um die ganze Zeit auf die Narben zu starren, teilweise über 20 Minuten hinweg. Reagierst du darauf, wenn jemand was sagt oder guckt? Also wenn ich einen guten Tag habe, gut drauf bin und das Selbstvertrauen habe, dann kommentiere ich das manchmal, dass ich die Leute dann anspreche, ob ich mich dann näher ransetzen sollte, damit sie sich den Kopf nicht so verdrehen müssen oder ob sie noch ein Foto machen wollen. Ich müsste gleich aussteigen und den Leuten ist das hoch unangenehm. Warum schneidest du dich? Also Selbstverletzung kann ja vielfältige Gründe haben. Früher war es bei mir hauptsächlich dieses Bedürfnis, mich selbst zu bestrafen. Mittlerweile ist es meistens eher Überforderung mit den eigenen Gefühlen oder dass ich das Gefühl habe, mein Kopf ist viel zu voll und ich kann nicht mehr klar denken. Und dann ist der Schmerz eben wie so ein Weckruf in dem Moment. Ich weiß aber auch, dass es auch für diese Weckrufe über Skills eben andere Möglichkeiten gibt. Und es ist dann dieser Umlernprozess, der bei mir ja noch im Gange ist. Was sind sogenannte Skills? Also für den Alltag habe ich halt erstmal meinen CBD-Tee meistens dabei. Dann habe ich auch noch die CBD-Kaugummis. Und die Kaugummis kann ich halt auch gut bei Panikattacken nehmen. Wenn ich dann wirklich schon in einem dissoziativen Zustand mich befinden sollte, dann habe ich halt Center Shocks immer dabei. Die kennt, glaube ich, jeder noch. Die sind ja so extrem sauer und das löst halt auch so einen Reiz aus. Genauso geht das auch hier mit diesen Ammoniakampullen. Die werden dann gebrochen und dann wird das Ammoniak halt freigesetzt, durchtränkt den Stoff, der hier drumherum ist. Und dieser beißende Geruch kann dann eben auch als Reiz helfen. Und du machst es immer noch, ne? Leider ja. Also im Moment, die Abstände haben sich weit vergrößert. Im letzten Jahr hatte ich, glaube ich, 6 Rückfälle oder nur 5. Dieses Jahr bisher auch einen und das ist jetzt auch über 3 Monate her. Fühlst du dann Schmerz? Verlagert sich der Schmerz einfach? Währenddessen spüre ich halt keinen Schmerz. Also der Schmerz kommt dann halt eine halbe Stunde oder eine Stunde später. Dann bricht das so komplett über einem rein, wenn eben alles, was vorher ausgeschüttet wurde an Adrenalin und Ähnlichem, wieder abgebaut wurde. Und sobald der Schmerz einsetzt, bereut man es in der Regel auch, weil einfach der Heilungsprozess auch ewig dauert. Ich sage mal, für einen gesunden Menschen ist eine Verletzung, würde eher Stress auslösen oder Angst, und bei dir zum Beispiel würde es eher Entspannung auslösen, ne? Man kriegt anfangs, wenn man wirklich extrem daran hängt und anfängt, das zu reduzieren, kriegt man auch Entzugserscheinungen. Und das ist eben das, was es einem noch schwerer macht, aufzuhören. Gibt es auch Medikamente zum Beispiel, die du nimmst, die dir dabei helfen? Also ich nehme keine Medikamente. Viele kriegen ja Benzodiazepine, die haben bei mir aber leider eine Paradoxwirkung, weil ich davon nur total aufgeregt werde. Das Einzige, was ich hin und wieder nehme, seit ich die Pille abgesetzt habe, was für mich auch zu einer deutlichen Verbesserung bezüglich der Stimmungsschwankungen geführt hat, nehme ich halt hin und wieder Johanniskraut. Das ist wie so ein pflanzliches Antidepressivum. Was ist das Schlimmste, was du dir selber angetan hast? Es kam halt eine generell schlechte Grundlage zu meiner damaligen Lebenssituation und viele situationale Faktoren, auf die ich aber jetzt nicht mit eingehen will, zusammen, was dann dazu geführt hat, dass ich eine Tablettenüberdosis genommen habe. Ein damaliger Freund von mir hat, weil er mich nicht mehr erreicht, hat sich Sorgen gemacht, hat die Polizei informiert, weil er so einen Verdacht hatte. Und ich wurde dann tatsächlich auch mit Polizei und Krankenwagen in die geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie gebracht. Was war das für ein Gefühl, als die Polizei da war, um dich zu retten? Das hat sich für mich total falsch angefühlt. Ich hatte abgeschlossen. Und dass mir dann diese Entscheidung abgenommen wurde in dem Moment, fühlte sich total falsch an. Im Nachhinein bin ich aber super dankbar dafür. Hast du heutzutage auch noch Selbstmordgedanken? Nee, das tatsächlich schon länger nicht mehr. Da bin ich auch echt froh drüber. Das ist halt einfach durch die Therapie auch besser geworden. Und dadurch, dass ich auch einfach im Verlauf dann und auch durch die richtigen Sozialkontakte mein Selbstwertgefühl deutlich verbessert hat. Falls ihr Selbstmordgedanken habt, dann sprecht auf jeden Fall drüber mit euren Eltern, Freunden oder mit einer Seelsorgestelle. Falls ihr nicht wisst, bei wem ihr euch melden sollt oder könnt, dann schaut in der Infobox vorbei. Da haben wir einige Links für euch, die euch helfen können. Du hast trotzdem gesagt, dass trotz des Suizidversuchs war das nicht das Schlimmste, was du dir angetan hast. Was ist das Schlimmste gewesen, wenn du es teilen magst?
Ich habe, das klingt für andere wahrscheinlich total bescheuert, aber dadurch, dass der Leistungskontext für mich immer super wichtig war und ist für mich das Schlimmste, dass ich die Essstörung so viel Kontrolle habe übernehmen lassen, dass ich beinahe meinen Schulabschluss nicht mehr hätte machen können, sondern fast nochmal in der Klinik gelandet wäre, weil ich einfach mich so weit runtergehungert hatte, dass ich kaum noch in der Lage war, wirklich am Alltagsleben teilzunehmen. Auf der anderen Seite war das aber auch einer meiner stärksten Momente, weil ich dann, als ich vor der Wahl stand, entweder die Schule abzubrechen, in eine Klinik zu gehen oder es selbst zu schaffen, innerhalb von 1,5-2 Monaten fast 10 Kilo zuzunehmen, um in der Lage zu sein, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen und meinen Schulabschluss, wie ich das geplant hatte, zu machen. Klingt irgendwie eingebildet, aber ich bin im Nachhinein selbst beeindruckt, dass ich wirklich diese Entscheidung geschafft habe. Also nicht nur getroffen, sondern das auch umgesetzt habe. Ich finde, das klingt überhaupt nicht eingebildet. Man kann sehr gut mal sehr beeindruckt von sich selbst sein. Wie geht's dir heute? Insgesamt deutlich besser. Jetzt in letzter Zeit haben sich leider so ein paar Symptome noch mal mehr gezeigt als vorher. Aber das geht halt, wie gesagt, phasenweise einfach hin und her. Es gibt mal bessere und mal schlechtere Phasen. Es ist komisch und ein bisschen kostet Überwindung, ganz so offen, öffentlich darüber zu reden. Aber es ist auch ein gutes Gefühl, weil ich ein bisschen die Hoffnung, also weil ich hoffe, dass ich auch anderen Hoffnung damit machen kann, dass ich eben zeigen kann, ich habe mein Abitur gemacht, ich bin ausgezogen, ich studiere, ich habe einen funktionierenden Alltag, ich habe ein funktionales, stabiles, soziales Umfeld. Ich führe seit über einem Jahr eine Beziehung, obwohl eins der Klischees ja ist, dass Borderliner so beziehungsunfähig sein sollen. Und ich glaube einfach, dass das wichtig ist, das auch zu zeigen. Vielen, vielen Dank, dass du uns als Erstes geschrieben hast und dass du heute mit mir so viel gesprochen hast. Ich fand es sehr schön, dich kennenzulernen oder finde es sehr schön, dich kennenzulernen. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, wir hören oder sehen uns irgendwann nochmal wieder. Tschüss! Ich fand es wahnsinnig spannend, Nana heute kennenzulernen und das war auch wieder der beste Beweis dafür, dass man mit Betroffenen einfach sprechen muss und zuhören muss, um zu verstehen und zu lernen und einen besseren Umgang damit zu finden. Damit ihr keine weitere Folge verpasst, könnt ihr hier unseren Kanal abonnieren. Hier könnt ihr eine weitere Folge sehen und zwar mit Hannah, die hat sich mit Essstörungen beschäftigt, eine häufige Begleiterkrankung von Borderline. Und hier gibt es eine sehr spannende und bewegende Folge von Steuerung F. Dort haben unsere Kolleginnen Filmemacher getroffen, die ein Videotagebuch aus Aleppo gemacht haben. Schaut es euch an.